will nicht mehr. Auf jeden Fall ein körperlich hartes Selbstexperiment. Ca. 20 Millionen Menschen in Deutschland gehen joggen und ich gehöre nicht dazu. Obwohl ich mittlerweile sogar regelmäßig Sport treibe, konnte ich mich fürs Laufen bisher überhaupt nicht begeistern. Es macht mir einfach gar keinen Spaß und ich stelle mir das auch ziemlich langweilig vor, einfach jeden Tag durch die Gegend zu laufen. Dabei soll Joggen viele Vorteile haben. Weniger Stress, besserer Schlaf, eine höhere Lebenserwartung und es soll sogar möglich sein, das sogenannte Runner's High zu erleben. Das klingt ja eigentlich alles ganz gut und ich will eh ein bisschen fitter werden, deswegen werde ich es noch mal so richtig probieren und mache das Selbstexperiment. Ich werde ab jetzt die nächsten 30 Tage lang jeden Tag joggen gehen, um herauszufinden, wie sich das regelmäßige Laufen auf mich und meinen Körper auswirkt. Um bei meinem Selbstexperiment auch messbare Ergebnisse zu bekommen, treffe ich Dr. Kurscheid. Er führt vorher und nachher einige Tests mit mir durch, um meinen Fitnesszustand zu überprüfen. Jawohl. Also ich muss sagen, die Werte sind schon mal jetzt klasse. 280 Watt getreten, ist weit über dem Durchschnitt. Wobei man sagen muss, es war nicht nur Kondition, es war Wille. Dann sehe ich an den Atemgasen, also du bist schon richtig sauer geworden, hast aber trotzdem durchgehalten, weil du einfach wolltest. Das geht natürlich auch. Aber Kondition ist was anderes. Kondition heißt, ich mache das ganz locker. Ja. Und da müssen wir hinkommen. Ne? Bevor ich jetzt direkt loslege, sollte ich vielleicht erstmal recherchieren, was man eigentlich so beachten sollte, wenn man mit dem Laufen anfangen möchte. Das hier klingt doch schon mal nicht schlecht. Joggen anfangen ohne Kondition, der ultimative Guide für deinen Start. Das klingt voll nach mir. Also, erstmal soll man ein Ziel definieren. Also mein Ziel ist erstmal überhaupt zu schaffen zu laufen, vielleicht irgendwie eine halbe Stunde am Stück. Aber am Ende des Experiments würde ich schon gerne mindestens 10 Kilometer am Stück schaffen. Aber ich glaube, davon bin ich noch sehr weit entfernt. Außerdem scheinen die richtigen Laufschuhe wichtig zu sein. Kann man sich ja irgendwie auch denken. Ich habe ehrlich gesagt keine Laufschuhe. Das heißt, ich lasse mich jetzt erstmal beraten. Was muss ein guter Laufschuh kosten? Also um die 150, 160 Euro muss man circa rechnen. Und dann hast du aber tatsächlich auch einen Schuh, der hält seine 1000 bis 1200 Kilometer. Das heißt, du kannst so einen Schuh dann wirklich auch ein Jahr, anderthalb Jahre gut nutzen. Super, dann vielen, vielen Dank. Laufschuhe sind am Start, das heißt, ich kann jetzt eigentlich loslegen. Heute geht's los, ich werde zum ersten Mal laufen gehen. Ich bin ganz gut vorbereitet, also ich habe eine Smartwatch, mit der werde ich meinen ganzen Lauf tracken. Ich habe mir eine App runtergeladen, ich habe meine Laufschuhe an. Ich denke, ich werde heute erstmal ganz gemütlich anfangen und einfach mal schauen, ja, wie sich das dann überhaupt anfühlt, laufen zu gehen und wie weit ich komme. Mal gucken. Hey, ich bin gespannt. Oh, ich habe jetzt schon voll Seitenstiche. Oh, ich glaube, ich habe irgendwie falsch geatmet. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt so eine Viertelstunde hier unterwegs. Ich glaube, ich muss umdrehen. Ich versuche, noch ein Stück zurückzulaufen. Ganz ehrlich, ich sehe mich nicht, dass hier jetzt 30 Tage lang jeden Tag machen. Das ist ein Kack-Selbstexperiment. Ich bin so fucking unsportlich. Ach, das ist krass. Weiter geht's. Erster Lauf geschafft. Ich schwitze voll, bin auch richtig rot. Das war ganz schön anstrengend. Also das hätte ich nicht gedacht. Ich habe es auf jeden Fall nicht geschafft, am Stück durchzulaufen. Ich war jetzt ungefähr eine halbe Stunde unterwegs, aber ich bin nicht die ganze Zeit wirklich gelaufen, sondern ich bin immer mal wieder gegangen. Ja, krass. Das war schon anstrengend. Ist das überhaupt sinnvoll, jeden Tag laufen zu gehen? Wenn man es am Anfang nicht übertreibt, ist es durchaus sinnvoll. Man kann das machen. Man hat dann auch ganz schnell eine Besserung. Aber man darf nicht am Anfang zu viel machen. Kann man denn irgendwie falsch laufen? Ja, wenn ich zu schnell, zu intensiv loslaufe oder schnell runter und habe gar nicht die Muskulatur, um das abzufedern, dann geht das alles auf die Knochen. Ne? Also ich würde nicht gerade mit einem Gebirgslauf anfangen, volle Pulle. Ne? Aber so dauerhaft, dass man durch das Laufen seine Gelenke kaputt macht? Das passiert eigentlich nicht. Also wenn man es nicht übertreibt, da gibt es viele Studien an Sportlern, die haben nicht kaputtere Gelenke als der typische Schreibtischtäter. Der hat eher die Gelenke kaputt. Also muss ich klar machen, Gelenke gehen durchs Nichtbetätigen kaputt, nicht durch den normalen Gebrauch. Besonders die ersten Tage des Experiments waren wirklich super anstrengend. Also ich hatte Muskelkater, mein Bein tat weh und ich musste mich wirklich jeden Tag aufs Neue überwinden, überhaupt joggen zu gehen. Da habe ich mich schon gefragt, warum ich das Ganze eigentlich mache. Welche gesundheitlichen Vorteile hat das regelmäßige Joggen? Was macht der Sport? Er hält natürlich die Gefäße elastisch, er senkt die Blutfette, er senkt auch den Blutzuckerspiegel, er senkt den Blutdruck. Und nebenbei verbrennen wir auch noch jede Menge Kalorien und halten uns einfach gesund, weil auch das Abwehrsystem, das Immunsystem bleibt fitter, wenn wir uns bewegen. Wenn wir uns viel ins Bett legen, schläft auch das Immunsystem ein. Tag Nummer 5. Ich gehe jetzt laufen. Wetter sieht nicht so gut aus. Könnte jeden Moment anfangen zu regnen. Aber hilft ja nichts. Ich glaube, später wird es nur noch schlimmer. Deswegen, let's go. Gerade laufe ich schon seit
einer Viertelstunde. Und zwar so am Stück. Also ohne Pausen, ohne krasse Seitenstechen oder sowas. Also vielleicht funktioniert das Ganze schon. Also dass ich schon fitter bin. Tag Nummer 5, check. Tag Nummer 6. Ich bin unterwegs. Heute ein bisschen später. Das heißt, gerade geht schon die Sonne unter. Einfach weil ich den ganzen Tag mega viel zu tun hatte. Und es heute Morgen auch voll geregnet hat. Selbst wenn die Sonne untergeht, ist das keine Ausrede, nicht zu laufen. Deswegen weiter geht's hier. Tag Nummer 6. Check. Ich bin ja jetzt schon eine Weile dabei, jeden Tag laufen zu gehen. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen unsicher, ob ich wirklich alles richtig mache. Deswegen treffe ich mich heute mit einem Lauftrainer, der mir hoffentlich noch mal so ein paar Tipps für mein Experiment geben kann. So, Tag. Hi. Kann man beim Laufen denn überhaupt irgendwas falsch machen? Einiges sogar. Also das Schlimmste, was du machen kannst, ist einfach zu sagen, ich fange jetzt an zu laufen, gehst raus und fängst an zu laufen. Also es fängt mit der Körperhaltung an sich an. Wenn du da schon Disbalancen hast, dann wird sich das in deinen Laufstil auch umsetzen. Und wenn du dann weiter und weiter und weiter läufst, Knieschmerzen, Hüftschmerzen, Sprunggelenksschmerzen. Wenn du lange Strecken läufst, vielleicht auch Rückenschmerzen. Deshalb dahingehend muss man erstmal gucken, wie ist der Körper generell aufgestellt, wie gehe ich, wie laufe ich. Ne? Also Laufstil einfach mal anschauen, um dann herauszufinden, was sind denn Fehler, die überhaupt anfallen könnten. Du kannst dir jetzt mal meinen Laufstil so ein bisschen anschauen und sagen, was ich alles falsch mache. Ja, wir schauen mal. Was würdest du sagen, was habe ich jetzt alles falsch gemacht? Also so viel hast du gar nicht falsch gemacht. Du läufst nur in einer zu gebückten Haltung, dadurch belastest du zu sehr die Ferse und dadurch machst du automatisch die Schritte sehr klein und setzt den Fuß mehr oder weniger hinter der Hüfte auf. Besser ist, den Fuß unter bzw. leicht vor der Hüfte aufzusetzen, weil dann kommst du gar nicht zu sehr in den Fersenlauf rein. Okay, was wäre jetzt gewesen, wenn ich die ganzen 30 Tage so laufe, wie ich das jetzt bisher gemacht habe? Bei 30 Tagen wäre wahrscheinlich gar nicht so viel passiert. Wenn du es aber jetzt mal für einen langfristigen Zeitraum machst und die Intensität beibehältst, dann kann im schlimmsten Fall sich das Knie melden, die Hüfte melden, vielleicht der Rücken melden. Es können theoretisch Verletzungen dadurch entstehen. Ja. Was würdest du mir jetzt für Tipps mitgeben? Wie soll ich jetzt weiter trainieren? Lauf dich ein, dehn dich dynamisch. Ich würde dir auch empfehlen, was für die Rückenmuskulatur zu tun, weil einfach die 30-Tage-Belastung schon auch enormer körperlicher Aufwand ist. Bau ein bisschen Krafttraining für die Beine ein und dann kannst du es so weitermachen. Dann geht's jetzt weiter mit dem Trainieren. Tag Nummer 7. Es geht jetzt los. Ich habe heute überhaupt gar keinen Bock. Hinter mir geht gerade schon die Sonne unter. Puh. Tag 7. Check. Tag Nummer 8. Check. Tag 9 laufen, geht jetzt los. Ich habe wieder mal gar keinen Bock. Heute war richtig der stressige Tag. Und ich will jetzt eigentlich am liebsten einfach nur auf die Couch. Draußen wird gerade schon dunkel. Das heißt, auch perfekt zum Laufen. Also ihr seht, ich bin richtig unmotiviert. Aber Hauptsache laufen. Das ist gerade echt alles. Okay. Let's go. Tag 9. Check. Mit der Motivation hatte ich wirklich ein paar Probleme. Also nach dem Laufen habe ich mich zwar immer gut gefühlt, aber erstmal loszulaufen, das war schon eine Überwindung für mich. Was mir da ein bisschen geholfen hat, war während dem Laufen Podcasts und vor allem Hörbücher zu hören. So hatte ich immer etwas, auf das ich mich beim Laufen freuen konnte und es war ein bisschen weniger langweilig für mich. Ein Hörbuch, das ich zum Beispiel ganz gerne gehört habe, war Mindset, ein sehr kurzweiliger Roman von Sebastian Hotz. Darin geht es um persönliche Krisen und die leeren Versprechen von fragwürdigen Erfolgscoaches. Wie man das von El Hotz so gewohnt ist, ist das Ganze sehr unterhaltsam. Geschrieben, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dieses Buch und viele andere gibt es bei BookBeat, dem Sponsor des heutigen Videos. Bei BookBeat findet ihr über 800.000 Hörbücher, Hörspiele und E-Books, also von Romanen über Fantasy bis hin zu Sachbüchern, ist für jeden was dabei. In der App könnt ihr die Bücher in beliebiger Geschwindigkeit hören oder auch die Schlummerfunktion nutzen, wenn ihr auch gerne Hörbücher zum Einschlafen hört. Auf bookbeat.de/tomatolicks könnt ihr BookBeat jetzt für 2 Monate lang kostenlos testen. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Tag 10 und ich bin wieder auf den Beinen. Tag Nummer 12. Tag 13 und heute ist es irgendwie voll am Regnen. Ich zieh durch. Oh Mann, Leute, mir ist es ein bisschen unangenehm, aber heute ist der erste Tag, an dem ich es nicht geschafft habe, laufen zu gehen. Und das eigentlich nur, weil ich gestern saufen war
und deswegen heute ja einfach nicht so richtig fit war, mich nicht so gut gefühlt habe. Oh, das ist so gut gewesen. Ich habe die Hälfte jetzt am Stück durchgezogen und jetzt heute verkacken, das ist richtig dumm. Fühle mich ein bisschen schlecht, aber was soll's, morgen wieder. Aber wirklich. Auch wenn es immer mal wieder solche Rückschläge gab, habe ich trotzdem weiter durchgezogen und mit der Zeit habe ich tatsächlich Gefallen am Laufen gefunden. Heute ist es mal wieder schön sommerlich, also die Sonne lacht. So macht es am meisten Spaß. Es fiel mir immer leichter, mich zum Laufen zu motivieren und ich hatte schon das Gefühl, dass mir gerade diese Bewegung an der frischen Luft dabei hilft, weniger gestresst zu sein. Ich laufe durch die Natur, am Fluss entlang, durch die Felder. Fühlt sich schon gut an. Und ich habe gemerkt, was für Vorteile Joggen mit sich bringt. Gerade auch so im Vergleich zu anderen Sportarten, weil man kann das zum Beispiel jederzeit überall machen. Ich befinde mich gerade im Allgäu, weil ich hier übers Wochenende ein paar Tage Urlaub mit ein paar Freunden mache. Und ich habe jetzt einfach mal meine Laufschuhe eingepackt, um hier laufen zu gehen. Und besonders nach dem Laufen war ich mit der Zeit nicht mehr komplett erschöpft, sondern richtig euphorisch und energiegeladen. Das war schon ganz geil. In den letzten Tagen meines Experiments habe ich dann versucht, immer längere Strecken zu laufen, um meinem 10-Kilometer-Ziel näher zu kommen. Aber das war echt anstrengender als gedacht. Ich glaube, ich habe mich heute ein bisschen überschätzt. Bin jetzt 40 Minuten unterwegs und bin komplett fertig. Ich kann nicht mehr. Ich laufe jetzt erstmal kurz zu Fuß. Ich glaube, so fertig war ich nach dem Laufen noch nie. Aber ich bin heute auch die längste Strecke gelaufen, also fast 8 Kilometer. Auf jeden Fall ein körperlich hartes Selbstexperiment. 8 Kilometer zu laufen war also schon eine echte Herausforderung für mich. Trotzdem wollte ich am letzten Tag des Experiments die 10 Kilometer versuchen. Ich versuche heute extra ein bisschen langsamer zu laufen, damit ich ein bisschen weiterkomme. Geht ihr eigentlich auch regelmäßig joggen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich bin jetzt schon seit 47 Minuten unterwegs und fast 6 Kilometer. Und ich kann noch. Also ich glaube, es könnte was werden. Ich muss zugeben, so langsam lässt meine Energie nach. Mega lang schaffe ich es, glaube ich, nicht mehr. Aber jetzt nochmal durchziehen. Letzten Kilometer, Mann. Das werde ich ja wohl noch hinbekommen. Geschafft. 10 Kilometer. Oh, geil, Mann. Richtig, richtig gut. Ich bin einfach über 10 Kilometer am Stück gelaufen. Fast 1,5 Stunden. Das hätte ich am Anfang des Experiments wirklich nicht gedacht. Und es ist nicht so, dass ich jetzt komplett fertig bin, sondern ich fühle mich gut nach dem Laufen. Also das ist ja echt jedes Mal so gewesen, dass ich so vorher unmotiviert war, aber dann so nach dem Laufen mich einfach gut gefühlt habe. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch, was mit diesem Runner's High gemeint ist. Weil ich hatte das jetzt auch eben wieder beim Laufen, dass das Laufen mir gar nicht mehr schwer gefallen ist, sondern ich so wie von alleine einfach nur gelaufen bin und dabei einfach in so einen Flow-Zustand gekommen bin. Ist halt ein anderer Zustand des Highs, als man das vielleicht sonst kennt, aber auf jeden Fall nicht schlecht. Die 30 Tage sind jetzt vorbei, das heißt, ich lasse mich jetzt nochmal durchchecken und ich bin sehr gespannt, ob sich meine Werte auch tatsächlich verbessert haben. 277. 78. Kämpfen. 300 glatt. Jawohl, klasse. Bisschen austreten. Tolle Leistung, 300 Watt. Wow. So. Also, was würdest du jetzt sagen anhand der Werte? Wie viel fitter kann man innerhalb von 30 Tagen werden, wenn man 30 Tage lang jeden Tag laufen geht? Wir sehen bei der Leistung, also in Watt gemessen, dass du knapp 10% mehr gemacht hast. Von 282 Watt auf jetzt 302 Watt. Wir sehen bei der Sauerstoffaufnahme, das ist die Maßzahl in der Sportmedizin für Fitness, sehen wir eine Steigerung von über 10%. Das ist richtig gut. Lag bei der ersten Untersuchung vor 4 Wochen bei 35,8. Und jetzt sind wir hier bei 40,5. Wie wäre das, wenn ich das Ganze jetzt weitermache? Also wenn ich jetzt ein Jahr lang irgendwie laufen gehe, was könnte ich da noch erwarten? Es kommt irgendwann, wenn man das jetzt nicht intensiviert, käme es zu so einem Steady State, dann bleibt das einfach so, was ja auch schon ganz gut ist. Dann muss man den Trainingsplan wieder anpassen und sagen, ich trainiere vielleicht länger und härter. Und dann kann man sich dann noch weiter raufarbeiten. Ideal ist natürlich, wenn man das dann auch 40 Jahre lang macht, ne? Ja. Nicht nur 2 Wochen oder 4 Wochen eben. Fazit, nach 30 Tagen Joggen und über 150 zurückgelegten Kilometern bin ich tatsächlich um einiges fitter geworden. Das war ja irgendwie auch zu erwarten, aber dass ich dabei auch so viel Spaß beim Laufen habe, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich kann mir gut vorstellen, in Zukunft häufiger laufen zu gehen. Garantiert nicht mehr jeden Tag, aber vielleicht so 2 bis 3 Mal die Woche wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was Nahrungsergänzungsmittel wirklich bringen, dann schaut euch dieses Selbstexperiment von mir an, abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal.